Das stimmt, was im Titel steht. Bei mir wurde eingebrochen. Ich bin am Morgen um 8.30 Uhr zum Sport gefahren, kam dann irgendwann so gegen 10 Uhr wieder und habe gesehen, dass meine Tür offen stand. Bin dementsprechend direkt in meine Wohnung reingelaufen, habe so ein bisschen geguckt, was Phase ist, habe so Hallo gefragt, irgendwer vielleicht da war. Ein paar Freunde von mir haben einen Zweitschlüssel und musste dann feststellen, dass meine ganze Wohnung leer war. Sah circa so aus, die haben sogar den Boden geklaut. Dumme Arschlöcher. Zum Glück habe ich an und um meine Wohnung herum alles Video überwacht, sodass ich dann direkt in meine App reingegangen bin, um zu schauen, ob bei mir eingebrochen wurde. Und siehe da. Es stimmt. Hier seht ihr die Überwachungskameraaufnahmen. Es ist so schwer, das zu sehen. Doch ich habe mir geschworen, dass dieser elendige Einbrecher nicht ungeschoren davon kommt. Genau. Dieser kommt nicht ungeschoren davon. Ich werde ebenfalls bei ihm einbrechen und mich für den Überfall an mir rächen. An ihm rächen. Rächen, wie Gartengeräte. Wir spielen tatsächlich den Thief Simulator heute, damit ich mich ein bisschen auf meinen ersten Einbruch vorbereite, weil ich will jetzt so eine kriminelle Karriere anstreben. Ah, Digga, das Ding tut so weh. Oh. Hey, it's me, Vinny. Hi, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. Okay. We got a lot of ground to cover. Okay. Mein Verbrecherkollege, Vinny. Vinny sagt mir, wir sollen das Brecheisen aufheben und das Brecheisen verwenden, um den Zaun zu brechen. Alles klar, Vinny. Olympia hat schon angerufen, meine... Wo bin ich denn hier schon wieder? Wir konzentrieren uns ja allerdings gar nicht auf meine Begebenheiten hier. Was vibriert denn? The Lombardis. Die Lombardis! Piero! Aus diesem Grund geht alles glatt. Wie Glatteis. Ich soll also in das Haus da hinten einbrechen. Von daher gehen wir jetzt mal rein in den Verbrechermodus. Und schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Hä? Ist das Feuer? Oh! Ah, die neue Rolex! Ich glaube nicht. Vielleicht ist das ja wie in Minecraft und wir können das Feuer ein bisschen abbauen. Was vibriert hier denn schon wieder? Mann, ich stress da in dem Haus, ne? Ja, guck mal hier. Hast mal ein Brecheisen auf dem Vorgarten gehabt. Hast mal ein Brecheisen im Vorgarten! Habt ihr mal ein Brecheisen im Vorgarten gehabt? Hä? Warum wurde ich denn jetzt zurückgesetzt? Und wer sagt da die ganze... Ach, steht da einer am Fenster? Oh. Vielleicht sollten wir unsere Diebeskarriere noch mal ein bisschen... Oh. Clap, 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 clap your hands. Okay. Rein in den Einbrechermodus, meine Damen und Herren. Ach, guck mal, unsere Gabel. Hi. Die nehmen wir jetzt mit. Die bleibt dabei. Also, wir müssen hier anscheinend ein bisschen nebenan her uns ducken. So, dass wir von Birgit da vorne nicht gesehen werden. Hier haben wir keinen drin, glaube ich. Ah! Birgit! Ja, siehst du da, ne?
Mich hier, guck mal, ich hab auch eine Gabel, hab ich hier, kann ich dir gleich in deine scheiß roten Haare reinbiegseln. Da die Birgit nur aus diesem Fenster rausschaut. Oh, ich hab eine Mission. Ich hab eine Mission. Ich hab eine Mission. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Den packen wir ein. So, dann ganz kurz wieder aufstehen. Bist du vom Dummheitsbaum gefallen oder was? Birgit, sag doch, dass Lothar da sitzt! Wie kommen wir denn jetzt daher? Müssen wir warten, bis der sich wegdreht, aber wie sehe ich das denn? Ach du Scheiße! Reingeguckt! Oh. Hi Lothar! Ich müsste mal da lang! Es wäre 1A, wenn ich da lang könnte! Ich gebe dir auch 5 Euro dafür! Das ist einfach der Maul! Geh ihn jetzt vor wie bei Mission Impossible. Hier schön bei der Birgit lang. Und jetzt ganz schnell bei dem Lothar um die Ecke rum, sodass der uns nicht sieht. Und jetzt geht's schnell weiter. Hey, some dope left a flashlight on the ground. Ich bin hier! Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. Hm? Nein, jetzt habe ich nicht zugehört, was ich machen muss. Okay, wir sollen das Window aufbrechen, also das Fenster. Zunächst einmal brauchen wir aber die Taschenlampe und halt in die Lothar direkt in sein blödes Gesicht! No way. Ja gut. Jetzt brauchen wir die Taschenlampe auch nicht mehr. Es ist einfach schon hell. Im Hellen bricht es sich eh viel einfacher ein, weil man keine Taschenlampe braucht. Hier vorne ist anscheinend das Haus, wo wir rein müssen. Hier vorne ist unser Fluchtweg, denke ich mal. Das ist immer das Wichtigste, ne? Wenn ihr eine kriminelle Karriere anstreben wollt, als allererstes ans Ende denken. Guck mal, hier lernt ihr nochmal richtig was. Wir brechen ein. Wir sollen das Fenster aufbrechen. Ich wollte gerade ausholen und es geht schon kaputt. Dann schieben wir das Fenster jetzt mal hoch und klettern hier rein. So, wir können jetzt... Good job. Danke. Time to redistribute a little well. Ja, Vinny, du kannst jetzt aber auch mal deine dumme Schnauze halten, weil ich weiß, wie man irgendwo einbricht. Ich brauche diese Taschenlampe nicht. Wieso ist die schon wieder bei... Oh, ich hab mir in die Hosen geschissen. Hier vorne wird unser Fluchtweg sein, denke ich mal. Von daher schiebe ich das hier direkt mal schon auf. Und jetzt können wir hier nämlich auch scannen, was hier die ganzen Sachen kosten. Guck mal, der Toaster ist wertvoll. Den nehmen wir uns als allererstes und packen ihn, wenn wir den hier so über die Schulter legen, hinten in den Rucksack rein. Das Ding kostet gar nichts. Von daher räumen wir mal ein bisschen auf. Kannst weg. Was bin ich für ein G, dass ich das Ding da so hingeworfen habe? Im Kühlschrank werden sie wahrscheinlich keine Wertgegenstände haben. Hier vorne auch nicht, denke ich. Hier vorne, das ist alles wertlos. Das hier ist... wertlos und wertlos. Komm, wir räumen mal ein bisschen auf hier. Ah. Das erklärt ja so einiges, ha? Dass wir hier eine kleine Katze haben. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal... Was ist denn jetzt hier? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier vorne in das Nebenzimmer rein und schauen uns hier nochmal kurz um. Hier können wir uns verstecken, steht hier. Also wenn wir hier sind, können wir uns unter das... Ja, aber brauchen wir ja nicht. Also ich meine, hier ist ja offensichtlich keiner. Schauen wir uns mal hier die Preise an. Wir haben hier, ach guck mal, Maschallah, ein weißes Hemd, ein rotes T-Shirt. Wir haben noch die Schuhe, Dicker, geil, ich stehe auf Schuhe. Hier vorne haben wir noch eine Cap, die kostet, wie teuer ist denn die Cap? $10 nehmen wir auch noch mit. Schau mal eine an. Haben wir hier vorne noch ein paar Sachen drin? Was ist denn hier? Vielleicht Badezimmer? Ja, guck mal, das Badezimmer. Ist immer auch drin. Was haben wir hier? Das hier kostet gar nichts. Klopapier ist auch wertlos. Können wir? Nö. Doch. Hier vorne können wir auch rausgehen, glaube ich. Oder dann gehen wir doch einfach hier raus, würde ich sagen. Machen wir das Fenster hoch und klettern hier durch. Sind jetzt hier am Rand, aber andere Räume gibt es jetzt, glaube ich, eh nicht. Ah doch, guck mal, hier vorne gab es noch einen Raum. Aber ich glaube, da kann man...
Nee, das hätte ich mir auch schon gedacht, weil das hätte mir einfach auf der anderen Seite wieder rausgehen können. Die muss natürlich verschlossen sein, das ist ja die Eingangstür. Hier vorne die Cola-Dose kostet dementsprechend auch nichts. Den Stuhl, kann man den Stuhl mitnehmen? Hallo? Aber gut, okay, wir müssen anscheinend jetzt hier lang, weil da vorne ist das nächste Ding. Von daher machen wir uns die Tür hier auf. Hä? Wie komme ich denn hier raus? Oh! Oh! Die Tür war... Okay, die Tür war offen. Von daher gehen wir jetzt mal zu unserem Auto, wo es da vorne um die Ecke steht. Wenn da jetzt eine Schrottkarre steht, ne? Ich schwöre euch, dann habe ich gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ein Einbrecher, ich sag's euch, so ein richtiger Dieb in so Filmen, die haben immer so kranke Karren da stehen. Da steht ein Lamborghini, ein Ferrari, ein Porsche, ein McLaren, irgendwie sowas. Und wir haben einen! Taxi! Ach komm, es nützt alles nichts. Rein da. Also wir haben ja echt bei der Inneneinrichtung komplett gespart. Aber gut, greifen wir mal das Ding hier, setzen den Hebel in Drive, setzen uns hin und los geht's! Ich fahre wie ein junger Gott. Ich fahre besser als andere in der Fahrprüfung. Ich fahre echt sehr gut. Oh. Habe ich einen Unfall gebaut? Spiel gespeichert. Komm rein. Was ist das hier? Unser Lager oder was? Good job, man. This just might work. Danke. Go get some sleep and we'll pick this up in the morning. Ich brauche keinen Schlaf. Guck mal, ich sehe doch schon wieder die Hanteln, ne? Aber gut, meine Damen und Herren, das hier ist anscheinend unser Lager, wo wir dann unsere ganzen Sachen, die wir so geklaut haben, lagern. Hier vorne haben wir ein Radio, das können wir wahrscheinlich noch anmachen. Wir haben hier vorne unseren Tresor. Wir haben da hinten einen kleinen Küchenbereich, unsere kleine Badnische und da oben können wir uns schlafen legen. Das werden wir jetzt auch mal direkt machen, denn wir müssen ja fit sein für unseren nächsten Einbruch, der vielleicht bald kommen wird. Wenn ihr das also sehen wollt, dann lasst einen Daumen hoch unter dem Video da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen und ich gehe jetzt schlafen. Bis wann schlafen wir denn? Ach, bis wieder Nacht ist. Schlafen wir bis 11 Uhr. Wir sehen uns. Ciao.